herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie, in der wir uns heute mit unserem ersten Sinnessystem beschäftigen wollen. Das eigentlich sind es zwei Sinnessysteme, nämlich unser somatosensorisches System. Und in dem Kontext wollen wir uns auch unsere Schmerzempfindung anschauen. Wir wollen uns heute also mal anschauen, wie wir denn eigentlich Dinge aus unserem Körper und über unseren Körper empfinden. Also da schauen wir uns die Rezeptoren an, wir schauen uns an, wie denn eigentlich unser Körper innerviert ist, damit wir den wahrnehmen können, schauen uns die ganzen Signalbahnen an, also das, was wir letzte Woche schon gemacht haben. Und dann machen wir das Ganze eben nicht nur im somatosensorischen System, sondern auch im sogenannten nozizeptiven System, also dem schmerzleitenden System. Wenn wir uns über unseren Körper unterhalten, vor allem über die Empfindungen aus unserem Körper, dann können wir dabei ganz unterschiedliche Dinge unterscheiden. Das können Sie auch mal selber bei sich mal ausprobieren, was Sie denn eigentlich alles über Ihren Körper wahrnehmen, indem Sie sich einfach mal eine Hand auf die Tischoberfläche legen und sich mal überlegen, was nehmen Sie denn eigentlich gerade alles für unterschiedliche Wahrnehmungen gleichzeitig wahr. Das ist ja nicht nur, wir sprechen immer so stereotyp von Tasten, aber dieses Tasten, das umfasst ganz unterschiedliche Signalanteile. Sie merken es vielleicht, okay, wenn Sie Ihre Hand belasten, dann spüren Sie Druck, aber Sie spüren eventuell auch die Temperatur des Tisches. Sie fühlen, wenn Sie über den Tisch drüber streichen, die Oberfläche des Tisches. Also diese ganze Somatosensorik, die Empfindung aus unserem Körper, die umfasst ganz viele unterschiedliche Signalanteile. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Sitzung von vor zwei Sitzungen, also aus letztem Jahr, nämlich die Idee der parallelen Signalbahnen. Wir verarbeiten also diese ganzen unterschiedlichen Anteile unserer Somatosensorik auf parallelen Bahnen. Und die werden wir uns heute mal anschauen. Und dabei schauen wir uns nicht nur an, welche Informationen wir denn über unsere Haut aufnehmen, also über unsere Tastorgane, die sogenannte Ekterozeption, die Wahrnehmung von Dingen aus der Umwelt, sondern wir schauen uns auch an, wie nehmen wir denn eigentlich unseren eigenen Körper wahr. Das haben wir letzte Woche im motorischen System schon ein bisschen kennengelernt, aber wir wollen heute auch nochmal auf die Propriozeption eingehen, also woher wissen wir eigentlich, wo sich unser Körper befindet, und auch kurz auf die Enterozeption, also die Wahrnehmung aus inneren Organen, damit wir beispielsweise wissen, okay, jetzt ist es 20 nach 12, vielleicht haben Sie Hunger, also woher kommt eigentlich dieses Gefühl von Ihrem, aus dem Inneren Ihres Körpers? Fangen wir mal außen an, fangen wir mit der Ekterozeption an. Ekterozeption, das ist die Wahrnehmung von Informationen, die von unserer Umwelt auf unseren Körper einströmen, die wir hauptsächlich über unsere Haut aufnehmen. Also unsere Haut, diese ganze rosafarbene oder braune oder je nachdem, welche Hautfarbe Sie haben, Gebilde außen an Ihrem Körper dran, das ist im Grunde ein Sinnesorgan, in dem wir ganz viele unterschiedliche Nerven haben, die uns Informationen über die Umwelt da draußen geben. Diese Ekterozeption, die liefert uns vor allem Informationen über Objekte, die irgendwie mit dieser Haut in Kontakt treten. Und wir haben es gerade eben schon so ein bisschen an uns selbst ausprobiert. Das umfasst ganz unterschiedliche Empfindungen, nämlich sowas wie eben die Druckintensität, die Richtung einer Bewegung, also wenn Sie eine Bewegungsrichtung mit Ihrer Hand über den Tisch streichen, dann haben Sie eine Richtungsinformation und Sie haben sowas wie einen zeitlichen Verlauf, also wie häufig kommt ein ganz bestimmter Reiz an Ihre Haut an. Wenn wir uns dieses Sinnesorgan, unsere Haut anschauen, dann müssen wir dabei ganz grob zwei unterschiedliche Arten von Haut unterscheiden. Die können Sie auch an sich selber relativ einfach erkennen. Es gibt die behaarte und die unbehaarte Haut. Die zeichnen sich dadurch aus, dass die behaarte Haut Haare enthält und die unbehaarte Haut keine Haare enthält. Behaarte Haut, das ist im Grunde der Großteil Ihrer Haut. Die unbehaarte Haut, die finden Sie vor allem so an Ihren Handflächen, Fußsohlen, also da, wo Sie eben keine Haare haben. Also auch, wenn es Ihnen geht wie mir, dass Sie an Ihrem Kopf keine Haare mehr haben, auch wenn da tatsächlich keine Haare mehr sind, das zählt trotzdem immer noch
zur behaarten Haut. In dieser behaarten Haut, da befinden sich freie Nervenenden. Also Nervenenden, wir haben es jetzt schon ein paar Mal kennengelernt, wir haben afferente Nerven, also die Nerven, die Informationen aus der Haut, aus unserer Umwelt an unser zentrales Nervensystem hintransportieren. Das sind eben unsere A-Alpha, A-Beta, A-Delta und C-Fasern. Die können freie Nervenenden haben. Erinnern Sie sich nochmal zurück, das haben wir ganz am Anfang der Vorlesung kennengelernt. Das sind im Grunde pseudobipolare Zellen. Die haben einen Zellkern, der im Ganglion des Rückenmarks sitzt und dann eben ein Axon, das sich in zwei Richtungen aufteilt. Und eines dieser Enden ist eben dann ein solches eine freie Nervenendung, die dann einfach so in der Haut rumliegt. Die verästeln sich sehr stark, bilden also die uns auch schon bekannten Kollateralen. Also dieses Axon teilt sich sehr stark auf. Und diese freien Nervenendungen, die finden wir im Grunde überall in unserem Körper und auch überall in unserer Haut. Und in der behaarten Haut wickeln die sich um die Haarfollikel drumherum. Und dann spüren wir an diesen freien Nervenendigungen eben die Bewegungen an den Haarfollikeln. Auch das können Sie bei sich selber ausprobieren. Wenn Sie mal Ihren Arm anfassen, dann haben Sie auf Ihrem Arm kleine Haare. Und wenn Sie quasi an diesen Haaren drüber streichen, ohne Ihre Haut tatsächlich zu berühren, dann wackeln Sie an diesen Haarfollikeln und damit ziehen Sie an diesen freien Nervenendigungen. Und das ist eben diese Empfindung, die Sie über diese freien Nervenendigungen transportieren. Von diesen freien Nervenendigungen gibt es eine ganze Reihe von spezialisierten Ausprägungen, die dann alle ganz bestimmte Eigenschaften haben, die, wie sie auf Reize reagieren. Und das sind unsere eigentlichen Tastsinneszellen. Die ersten, die wir uns dabei anschauen müssen, sind die sogenannten Pacini-Körperchen. Diese Pacini-Körperchen, die liegen relativ tief, relativ weit unten in unserer Haut. Also unsere Haut, springen wir nochmal kurz eine Folie zurück, die ist aus unterschiedlichen Schichten aufgebaut. Da haben wir ganz außen unsere Hornhaut und dann haben wir drunter unsere Epidermis und drunter haben wir dann unser Fettgewebe. Und diese Pacini-Körperchen, die liegen sehr tief in der Dermis, also die liegen in einer sehr tiefen Hautschicht. Und die sind relativ groß. Was macht die jetzt groß? Das sind eigentlich immer noch freie Nervenendigungen. Aber um diese freie Nervenendigung drumherum haben wir Lamellen aus Bindegewebe. Also die bilden quasi wie so eine netzartige, kokonartige Struktur um diese freien Nervenendigungen drumherum. Und diese Struktur hat im Grunde die Aufgabe, den Druck, der auf die Nerven, diese freien Nervenendigung ausgeübt wird, zu verstärken. Also stellen Sie sich vor, diese Pacini-Körbchen, die liegen relativ tief, relativ weit unten in Ihrer Haut. Das heißt, Sie müssen relativ stark auf Ihre Haut draufdrücken, um an diesen Tastsinneszellen überhaupt ein Signal auszulösen. Und diese unterschiedlichen Tastsinneszellen, die können wir anhand ihrer Signaleigenschaften unterteilen. Das heißt, wir können uns anschauen, was haben die für ein rezeptives Feld. Da können wir uns schon mal merken, je tiefer diese Tastsinneszellen in der Haut liegen, desto größer ist das rezeptive Feld. Können wir uns ganz einfach erklären, wenn so eine Tastsinneszelle tief in der Haut liegt, dann kann ich eben einen relativ unspezifischen, einen relativ großen Bereich meiner Haut eindrücken und der darunter liegende Bereich wird irgendwie mit verändert. Das heißt, je tiefer eine Tastsinneszelle in der Haut liegt, desto einfach rein aufgrund der mechanischen Eigenschaften, desto größer ist das rezeptive Feld. Und dann können wir uns anschauen, wie schnell und wie reagiert diese Nervenzelle bzw. diese Tastsinneszelle eigentlich auf Reize. Und da unterscheiden wir schnell und langsam adaptierende Zellen. Schnell adaptierende Zellen zeichnen sich dadurch aus, dass, wie der Name schon sagt, sie schnell adaptieren. Das heißt, sie reagieren schnell auf eine Veränderung eines Reizes, aber wenn der Reiz sich nicht mehr verändert, dann hören die auch auf, Dinge zu signalisieren. Also die signalisieren also die Veränderung eines Reizes. Das zweite Tastkörperchen in den tiefen Hautschichten ist das sogenannte Ruffini-Körperchen oder Ruffini-Endigung.
an sich vom Aufbau ganz ähnlich. Auch hier freie Nervenendigung drumherum, so konzentrische Lamellen drumherum, also vom Aufbau ganz ähnlich zum Pacini-Körperchen, aber wir haben hier eine andere Reizantwort, nämlich hier haben wir eine langsam adaptierende Phase. Und diese langsam adaptierende Phase, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie nicht so schnell auf eine Signalveränderung reagiert, aber auf einen konstanten Reiz weiterhin feuert. Das heißt, wir können hier unterschiedliche Eigenschaften eines Reizes über unterschiedliche Fasern abbilden. Außerdem sind diese Nervenfasern der Ruffini-Endigungen spontan aktiv. Diese Spontanaktivität, die haben wir letzte Woche auch schon kennengelernt, als wir uns über die 1a und 1b-Fasern unterhalten haben. Erinnern Sie sich nochmal zurück, da hatten wir die 1a-Fasern, die spontan aktiv sind und ständig eben den Zustand unserer Muskelfasern, unserer Muskelspindeln signalisieren. Wir haben also Nervenzellen, die feuern ständig und haben eben quasi und kodieren in der Anzahl ihrer Aktionspotenziale die Stärke eines mechanischen Reizes. Je mehr Aktionspotenziale, desto stärker ist der Reiz. So, jetzt haben wir die beiden tiefliegenden Tastsinneszellen kennengelernt, Pacini und Ruffini-Körperchen. Jetzt schauen wir uns an, was sind denn eigentlich die Tastsinneszellen, die relativ weit oben in unserer Haut liegen. Das ist einmal das Meissner-Körperchen und das zweite ist dann die Merkel-Scheibe. Meissner-Körperchen an sich auch schon mal wieder vom Aufbau her ähnlich wie das, was wir schon kennengelernt haben, nämlich freie Nervenendigung, drumherum diese Lamellen aus Bindegewebe, die aber jetzt eben mit dem großen Unterschied, dass hier diese Meissner-Körperchen eben nicht tief in der Haut liegen, sondern relativ weit oben an der Grenze zur Epidermis liegen. Und die kommen auch nur in der unbehaarten Haut vor, also beispielsweise an ihren Handflächen oder an ihren Fußflächen. Die sind sehr, sehr klein. Also wenn man das vergleicht, so von der Größe her mit den Pacini-Körperchen, die sehr groß sind, sind diese Meissner-Körperchen eben sehr, sehr klein und die haben auch sehr kleine rezeptive Felder. Auch wieder erklärt durch die mechanischen Eigenschaften. Die liegen eben sehr weit oben in der Haut. Da ist nicht so viel Haut drüber, was draufdrücken kann. Deswegen haben die ein sehr eng umgrenztes, scharf abgegrenztes rezeptives Feld. Aber eben genau wieder wie unsere Pacini-Körperchen sind das wiederum schnell adaptierende Fasern, also rapid adaptive, also auch die reagieren auf eine Signalveränderung und hören auf einen konstanten Reiz hin aufzufeuern. Und dann zu guter Letzt haben wir noch unsere Merkel-Scheiben. Das sind dann eben auch wiederum jetzt die kleinsten von den Tastsinneszellen, auch wiederum in den oberen Hautschichten, in der Epidermis. Das sind dann im Grunde eine freie Nervenendigung mit nur ganz kleinen Verdickungen am Ende. Also da haben wir dann nicht diese großen Gebilde wie bei den Pacini- oder Ruffini-Körperchen, sondern nur relativ kleine Gebilde, die sich sehr stark aufverzweigen. Und da haben wir eben jetzt wieder das Gegenstück zu den Ruffini-Endigungen, nämlich hier langsam adaptierende Fasern, die wiederum eben mit einem konstanten Feuern auf einen konstanten Reiz reagieren. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal zusammenfassen und so einen Überblick verschaffen, wie denn diese unterschiedlichen Zellen auf unterschiedliche Arten von Reizen reagieren, dann sehen wir, dass wir eben auf der einen Seite unsere schnellen und langsam adaptierenden Fasern haben, also Rapid- und Slow-Adaptive-Fasern, ne, Adaptation, also wie reagieren diese Nervenfasern, wie reagieren diese Tastkörperchen auf einen sich verändernden Reiz. Rapid-Adaptive, das heißt, die reagieren auf schnelle Signalveränderungen. Also wenn ich irgendwas anfasse, diese initiale Berührung, das heißt, plötzlich eine Veränderung des Druckes auf meine Haut. Das wird über die schnell adaptierenden, die Rapid Adaptive Fasern signalisiert. Wenn ich allerdings einen konstanten Reiz auf meine Haut ausübe, wenn ich also konstant auf meine Haut draufdrücke, dann wird dieser konstante Reiz über die langsam adaptierenden Slow Adaptive Fasern kodiert. Und wir haben
unterschiedlich große rezeptive Felder, also kleine und große rezeptive Felder, die eben dadurch sich unterscheiden, je nachdem, ob die jetzt diese Zellen relativ weit oben oder relativ weit unten in unserer Haut liegen. Was wir uns dabei auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten müssen, ist eben, welche unterschiedlichen Arten von Reizen eben über diese unterschiedlichen Tastsinneszellen signalisiert werden. Und da kommt vor allem dieses Konzept der Vibration ins Spiel. Diese schnell adaptierenden Fasern, die Rapid Adaptive Fasern, die sind vor allem relevant für Vibrationen. Vibrationen jetzt nicht nur im Sinne von, oh, mein Handy vibriert, sondern Vibration auch im Sinne von Rauheit. Also wenn Sie, also hier dieses Pult ist, hat eine relativ raue Oberfläche. Ich weiß nicht, Ihre Tische sind, glaube ich, alle sehr glatt. Aber wenn Sie über eine raue Oberfläche hinweg streichen, dann vibriert Ihre Haut. Also auch dieses Streichen über eine raue Oberfläche, das wird über diese schnell adaptierenden Nervenfasern kodiert. Also quasi diese schnellen Signalveränderungen durch unterschiedliche Strukturen an einer Oberfläche wird über diese Rapid Adaptive Fasern signalisiert. Und hier sehen Sie auf der Abbildung, sehen Sie mal so ganz grob den Frequenzbereich, auf den diese unterschiedlichen Fasern reagieren. Und da sehen Sie, dass beispielsweise hier diese Pacini-Körperchen, die eben relativ tief in unserer Haut liegen, die reagieren auf einen Frequenzbereich bis zu 1000 Hertz. Und das werden wir uns in 2 Wochen mal anschauen, dass dieser Frequenzbereich so um 1000 Hertz ganz interessant wird, weil das ist ein Frequenzbereich, den können wir sehr gut hören. Und das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie mal abends ausgehen und in einen Club gehen, dass Sie ganz bestimmte Frequenzen nicht nur hören können, sondern auch spüren können. So einen Bass, den können Sie tatsächlich spüren und diese tiefen Frequenzen, von diese Bassfrequenzen, die werden dann eben beispielsweise auch über diese Sinneszellen, Tastsinneszellen in Ihrer Haut signalisiert. Fassen wir den ganzen Spaß also mal zusammen. Hier nochmal zum Überblick. Wir haben also in unserer Haut, das ist das Sinnesorgan für unsere Ekterozeption. Über unsere Haut nehmen wir also diese ganzen Reize wahr, die von außen an uns herankommen. Und wir nehmen ganz unterschiedliche Anteile dieses Signals, das von außen an uns herankommt, über unterschiedliche Tastsinneszellen auf. Und wir transportieren also diese parallele Information, die ganz unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmung abdeckt, über unterschiedliche Arten von Nervenfasern. Wir unterscheiden eben Slow Adaptive und Rapid Adaptive und unterschiedlich große rezeptive Felder. Und hier auf der Übersicht sehen Sie auch mal grob, wie sich denn die unterschiedlichen Fasern eben auch in ihrer Leitungsgeschwindigkeit unterscheiden und wo die denn eigentlich liegen sollten. Das war jetzt erstmal zum Einstieg eine ganze Menge Informationen über unsere Tastsinneszellen. Gibt es dazu erstmal von Ihnen irgendwelche Fragen, die wir klären sollten? Ja, hinten. Ja. Die Frage geht darum, wenn Sie sich an den Haaren ziehen, dann tut das weh. Wodurch wird jetzt genau der Schmerz ausgelöst? Da kommen wir im weiteren Verlauf der heutigen Sitzung noch dazu, diesem Unterschied zwischen Schmerz und somatosensorischer Empfindung. Schon mal hier als kurzen Vorgriff, das sind in dem Fall dann A-Delta- und C-Fasern, freie Nervenendigungen in der Haut, also die sich dann in dem Fall auch um die Haarfollikel drumherum winden. Also die haben sie dann quasi auch diese Haarfollikel sind ja in ihrer Haut eingebettet, sie ziehen also an der Haut, damit wird also quasi dann dieser Schmerz ausgelöst. Damit sind wir auch schon, vielen Dank für die Frage, bei einem schönen Übergang dazu, nämlich wie werden jetzt eigentlich an diesen ganzen Tastsinneszellen und freien Nervenendigungen die Signale ausgelöst. Das haben wir ganz am Anfang der Vorlesung auch schon mal kennengelernt, die Signaltransduktion, und das funktioniert über mechanosensible Ionenkanäle. Also Ionenkanäle in den Zellmembranen unserer freien Nervenendigung, die sich öffnen, wenn wir dran ziehen. Ganz banal, ganz trivial, wir können also entweder direkt an der Zellmembran ziehen und damit den
ganz mechanisch den Ionenkanal aufziehen. Oder wir können an ganz bestimmten Strukturproteinen ziehen. Das ist dann vor allem der Fall bei diesen Tastsinneszellen, die diese Kokons aus Bindegewebe haben. Da finden wir sich dann eben diese Strukturproteine, die dann an den Ionenkanälen ziehen. Oder diese Strukturproteine, die an Dingen ziehen, die können auch an einer Second-Messenger-Kaskade angreifen. Also da können wir auch dann über eine intrazelluläre Signalkaskade Signale auslösen. Aber was Sie sich hier merken sollten, sind mechanosensible Ionenkanäle. Sprich, wenn Sie auf Ihre Haut draufdrücken, dann drücken Sie auf Ihre Nervenfasern drauf und an diesen Nervenfasern gehen dann einfach ganz mechanisch Ionenkanäle auf. Ionen können in Ihre Zelle hineinströmen und hier wird ein Signal dann ausgelöst. Und diese Nervenfasern, auch das wird jetzt langsam, die dritte Wiederholung, die können wir eben einteilen, je nachdem, wie schnell die leiten. Und die Leitungsgeschwindigkeit, die hängt eben davon ab, wie dick sind unsere Axone und sind unsere Axone myelinisiert. Sprich, wenn wir uns mit der Somatosensorik beschäftigen, also mit der Empfindung aus unserem Körper, dann müssen wir uns vor allem hier die A-Alpha- und A-Beta-Fasern anschauen. Das sind die Nervenfasern, die eben über unseren Körper uns Informationen leiten. A-Delta- und C-Fasern, ich hatte es gerade eben schon kurz angesprochen, die sind vor allem dann relevant für unsere Schmerzwahrnehmung. Und diese unterschiedlichen Nervenfasern, die müssen natürlich jetzt irgendwo aus unserem Körper an unser zentrales Nervensystem andocken. Und da sind wir bei unserem Freund, dem Rückenmark, das wir jetzt auch schon ein bisschen kennengelernt haben. Letzte Woche, erinnern Sie sich nochmal dran, da hatten wir uns mit dem ventralen Anteil beschäftigt. Ja, gibt es eine Frage? Die Frage geht danach, ob diese Faust- und Daumenregel nennt sich's, je dicker, desto schneller auch für myelinisierte Axone gilt. Ja, auch da gilt das, je dicker, desto schneller und je myelinisiert, desto schneller. Wenn Sie also ein dickes Axon haben, das zusätzlich auch noch myelinisiert ist, dann sind Sie ganz schnell unterwegs, dann sind wir bei unseren A-Alpha-Fasern. Wo war ich stehen geblieben? Rückenmark, genau. Letzte Woche haben wir uns mit dem motorischen System auseinandergesetzt und da hatten wir uns vor allem das Ventralhorn unseres Rückenmarks angeschaut. Ne? Erinnern wir uns nochmal zurück, letzte Woche haben wir kennengelernt, im Rückenmark haben wir graue Substanz und weiße Substanz. Graue Substanz, unsere Nervenzellen, das ist diese schmetterlingsförmige Struktur im Inneren unseres Rückenmarks. Da können wir einen ventralen und einen dorsalen Teil unterscheiden. Ventraler Teil, der zu Ihrem Bauch hin zeigt, dorsaler Teil, der zu Ihrem Rücken hin zeigt. Letzte Woche hatten wir kennengelernt, ventraler Teil, der ist relevant für unser motorisches System. Da gehen also die efferenten Fasern raus und der dorsale Teil an Ihrem Rücken, der ist relevant eben jetzt für die Sensorik. Da geht also die Information rein. Die Zellkörper von unseren afferenten Fasern, also den Fasern, die Informationen an uns hintragen, die liegen in diesen kleinen Verdickungen rechts und links neben unserem Rückenmark, den sogenannten Spinalganglien. Das sind kleine Ansammlungen von Nervenzellen und da liegen Nervenzellkörper drin und die teilen sich dann eben die Axone. Das eine Axon geht dann eben in meine Haut und das andere Teil des Axons geht dann eben ins Rückenmark und wird da dann weiter verschaltet. Ganz wichtig, wir hatten es letzte Woche schon kennengelernt im motorischen System, da hatten wir schon gesehen, dass dieses Rückenmark somatotop organisiert ist. Genau das Gleiche gilt hier für den dorsalen Bereich auch. Auch der ist somatotop organisiert. Jeweils auf einer Rückenmarksebene wird ein Segment unseres Körpers innerviert mit den medialen Teilen, den inneren Bereiche und die distalen Bereiche, die äußeren Bereiche, die lateralen Teile des Ventralhorns, des Dorsalhorns, die kodieren dann die distalen Teile
unseres Körpers, also distal, alles, was weit weg ist, unsere Hände beispielsweise. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie denn eigentlich die unterschiedlichen Bereiche unseres Körpers von unserem Rückenmark versorgt werden, müssen wir uns erstmal ganz grob anschauen, wie ist denn eigentlich unser Rückenmark aufgebaut. Also wir haben ja schon kennengelernt, unser Zentralnervensystem ist aufgebaut aus unserem Gehirn und diesem Rückenmark, was dann unten dran liegt. Und dieses Rückenmark, das liegt in unserem Wirbelkanal drin. Das heißt, wir haben Knochen, unsere Wirbelknochen, und dann immer in dem Bereich zwischen den Wirbelknochen, da treten dann die Nerven aus diesem Wirbelkanal hinaus. Insgesamt haben wir 31 Rückenmarkssegmente, also Wirbelsegmente, die wir einteilen können, ganz grob eben Halswirbel, Brustwirbel, Lendenwirbel, Kreuzbein und Steißbein, die quasi von oben nach unten einfach unterschiedliche Bereiche unseres Rückenmarks bezeichnen, haben wir eben mit C, T, L und S. So als ganz grobe Orientierung, wo die sich eben befinden. Und ein ganz wichtiges Konzept, das wir uns dabei anschauen müssen und das Sie kennen sollten, ist das sogenannte Dermatom. Dieses Dermatom bezeichnet den Bereich unserer Haut, der von einem Rückenmarkssegment innerviert ist. Also Sie können sich das wahrscheinlich vorstellen, wenn Sie mal sich so Ihren Körper anschauen, okay, Ihr Rückenmark geht so grob bis zu Ihrem Steißbein, aber da hängt ja noch relativ viel Körper unten dran. Also so, Ihre Beine müssen ja auch von irgendwas innerviert werden. Das heißt, wir können also nicht nur rein auf einer Ebene unseres Rückenmarks Nerven verteilen, sondern die müssen auch irgendwo anders noch hinziehen. Und das ist eben jetzt ganz wichtig, um uns zu überlegen, wo bekommt denn eigentlich unser zentrales Nervensystem seine Informationen her. Ja, Frage. Die sind verschoben, genau. Ja, genau. Ja. Jetzt haben Sie mich kurz aus dem Konzept gebracht. So, wo war ich gerade? Genau, also ganz wichtig, wenn wir uns eben dieses Dermatom anschauen, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, dann sehen wir eben, dass hier an einem Segment nicht nur eben unsere Haut, die Information aus unserer Haut ankommt, sondern eben, wir haben es letzte Woche kennengelernt, auch die Information aus unseren Muskeln und auch unseren inneren Organen. Das kann ganz wichtig werden, wenn Sie sich eines Tages in Ihrer Praxis als Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit somatoformen Störungen oder Somatisierungsstörungen auseinandersetzen, die sich dann eben über die Empfindung körperlicher Schmerzen, also psychische Belastung, die sich über die Empfindung körperlicher Schmerzen äußern. Denn hier können Sie abgrenzen, okay, ist das tatsächlich eine echte körperliche Belastung, eine echte körperliche Erkrankung oder hat das möglicherweise einen psychogenen Ursprung? Das heißt, wenn wir uns eben jetzt mal anschauen, wo wird eben unsere Haut, die unterschiedlichen Bereiche unseres Körpers repräsentiert, dann sehen wir eben, Ihre Kommilitonin hat es gerade eben schon gesagt, die sind so leicht verschoben eben, wo die ganzen Bereiche eben ankommen, aber Sie haben eben ganz bestimmte Bereiche Ihres Körpers, Ihrer Körperoberfläche, die an ganz bestimmten Ebenen Ihres Rückenmarks dann ins Zentralnervensystem eintreten. Und ich hatte es eben gerade schon erwähnt, an einem Rückenmarksegment, da kommt eben jetzt nicht nur die Information aus Ihrer Haut an, sondern beispielsweise auch aus Ihren inneren Organen. Das heißt, wir haben einen Bereich in Ihrem Rückenmark, da treffen also Nerven aus unterschiedlichen Bereichen Ihres Körpers zusammen. Und das kann dann zu unterschiedlichen Wahrnehmungen führen, dass beispielsweise Schmerzen, die aus inneren Organen entstehen, eine Empfindung auslösen, als würde eine Körperoberfläche einen Schmerz auslösen, der sogenannte übertragene Schmerz. Das heißt, was da dahinter steht, ist, dass ein Rückenmarksegment eben sowohl ein inneres Organ, beispielsweise Ihre Niere, Leber oder Darm versorgt, und an diesem gleichen Rückenmarksegment, wo diese Nerven aus Ihren inneren Organen ankommen, auch eben Nerven aus Ihrer Hautoberfläche ankommen. Und Sie können jetzt eben nicht mehr unterscheiden, wo genau kommt diese Empfindung denn eigentlich her. Sie wird ja auf der Ebene des gleichen Rückenmarkssegments übertragen. Sprich,
Das, was ich gerade erwähnt hatte, ganz relevant, wenn Sie sich eben anschauen, Sie haben eine Patientin, einen Patienten, die über relativ unspezifische Schmerzen, beispielsweise aus dem Bauchraum, klagt. Dann können Sie sich eben überlegen, okay, entweder hat diese Person jetzt tatsächlich ein inneres Organ, das einen Schmerz bereitet, beispielsweise ein Blinddarm oder ein Nierenleiden oder so, oder hat dieser Schmerz eventuell einen psychogenen Ursprung. Und gerade bei diffusen Schmerzempfindungen kann es durchaus sein, dass Menschen psychische Belastungen wie Depressionen oder Angsterkrankungen in solchen Schmerzempfindungen ausdrücken. Das heißt, diese Patienten empfinden objektiv Schmerzen ohne einen tatsächlichen organischen Herd. Und das ist eben ganz wichtig abzugrenzen, okay, wo könnte denn eigentlich dieser Schmerz herkommen? Macht das aus einer physiologischen Logik her Sinn, an dieser Stelle eben Schmerz zu empfinden? Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, wo kommen denn auf Ebene des Rückenmarks jetzt unsere Nerven an? Dann müssen wir uns anschauen, wie werden denn diese unterschiedlichen Nervenfasern auf Ebene des Dorsalhorns verschaltet. Ich hatte es schon erwähnt, dieses Dorsalhorn, das ist somatotop organisiert. Außerdem ist dieses Dorsalhorn in 6 Schichten aufgeteilt und an unterschiedlichen Schichten kommen unterschiedliche Informationen aus unterschiedlichen Fasern an. Die dicken Fasern, dicken myelinisierten Fasern A-Alpha und A-Beta, die den größten Teil unserer somatosensorischen Informationen transportieren, die steigen teils ohne weitere Verschaltung auf. Das heißt, da haben wir unsere Zellkörper im Spinalganglion. Der eine Teil des Axons zieht in die Haut, der andere Teil läuft dann ohne weitere Verschaltung ins Rückenmark und wird im Rückenmark dann läuft weiter, ohne eben hier im Dorsalhirn verschaltet zu werden. Teilsweise A-Beta-Fasern und A-Delta- und C-Fasern vor allem werden allerdings im Dorsalhirn auch direkt auf weitere Signalbahnen verschaltet. Das heißt, diese parallelen Fasern, die jetzt unterschiedliche Empfindungen aus unserer Haut transportieren, werden an unterschiedlichen Bereichen unseres Dorsalhorns verschaltet. Da haben wir wieder dieses Prinzip der parallelen Signalübertragung. Wir haben parallele Informationen, die über parallel laufende Signalpfade verschaltet werden. Die A-Beta-Fasern, die treffen in den mittleren Zellschichten ein, 3 und 4, der sogenannten Intermediärzone, und die A-Delta- und C-Fasern vor allem außen, an den äußeren Schichten 1 und 2 des Dorsalhorns, also quasi an den lateral liegenden Bereichen des Dorsalhorns. Und ich hatte es schon erwähnt, dieses Dorsalhorn, das ist somatotop organisiert, das heißt, die Bereiche, dorsale Bereiche unseres Körpers, ne, Bereiche, die die Rückseite unseres Körpers betreffen, die sind lateral am Dorsalhorn verschaltet. Ne? Also können Sie sich vorstellen, als würde oben auf diesem Dorsalhorn so ein kleiner Homunculus, so ein kleiner Körper drauf liegen und die Bereiche eben, die zum Rücken dieses kleinen Homunculus relevant sind, die liegen lateral an der Außenkante und die Seite, die eben eher die ventralen Bereiche unserer Gliedmaßen betreffen, also die Vorderseiten, die liegen eher am medialen Bereich dieses Dorsalhorns. Ganz wichtig, was man aber auch beachten muss, ist eben, dass sich die Verschaltung in unserem Rückenmark zwischen benachbarten Rückenmarksegmenten auch überlappt. Also die haben quasi keine direkte 1:1 Zuordnung von einzelnen Bereichen, sondern die Bereiche überlappen auch mehrere Rückenmarkssegmente. Und damit sind wir auch schon bei unseren Signalbahnen, mit denen wir Informationen aus unserem Körper dann aus dem peripheren Nervensystem über das Rückenmark an unser Gehirn hintransportieren. Die wichtigste Bahn, die wir uns dabei anschauen müssen, ist das Hinterstrangsystem.
oder also known as lemniskales System. Lemniskales System deswegen, weil es hier die sogenannte lemniskale Schleife gibt. Das ist die Kreuzung in diesem lemniskalen System, die hier auf Höhe unserer Medulla oblongata stattfindet. Sprich, wenn wir uns anschauen, wo läuft dieses Bahnensystem lang? Wir haben also wieder unsere Zellkörper, ne, die liegen im Spinalganglion, ein Axon in unserer Haut, das andere Axon läuft dann eben direkt hier in unser Rückenmark hinein und zieht dann direkt durch unser ganzes Rückenmark hinauf bis in die Medulla oblongata und wird da aufs zweite Neuron verschaltet, das dann aus der Medulla oblongata in den Thalamus zieht. Thalamus, das Tor zum Bewusstsein, durch das all unsere sensorischen Empfindungen durch müssen, wird hier also dann zwischen Medulla oblongata und Thalamus verschaltet und dann vom Thalamus geht es dann weiter in den somatosensorischen Kortex. Somatosensorischer Kortex, auch wieder ganz einfach zu finden, Mitte des Kopfes, Zentralfurche zieht von der Mitte des Kopfes zur Spitze des Ohres. Auf der Hinterseite, auf der Rückseite unserer Zentralfurche, da liegt der somatosensorische Kortex. Der ist genau wie der motorische Kortex, den wir letzte Woche kennengelernt haben, somatotop organisiert. Also auch da liegt so ein kleiner Homunculus drauf. Das heißt, ganz bestimmte Bereiche unseres somatosensorischen Kortex sind eben für ganz bestimmte Bereiche unseres Körpers relevant. Zwei Dinge, die wir uns bei dem Hinterstrangsystem im Hinterkopf behalten sollten, ist, das eine ist eben diese Kreuzung, die rechte Seite wird dann auf der linken Seite unseres Gehirns verarbeitet und die Kreuzung zwischen rechter und linker Seite findet eben auf Ebene der Medulla oblongata statt. Und das zweite, was wir im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass nicht alle Informationen in unser Gehirn läuft, sondern dass sich diese Axone auf Ebene des Rückenmarks nochmal teilen und wir teilweise eine direkte Verschaltung auf Motoneurone bzw. Interneurone auf Ebene des Rückenmarks haben. Das ist relevant vor allem für unsere Reflexe, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Das zweite System, das wir uns anschauen sollten, ist das Vorderseitenstrangsystem. Vorderseitenstrangsystem heißt deswegen Vorderseitenstrangsystem, weil es vorne an der Seite ist. Relativ trivial. Auch spinothalamischer Trakt genannt. Spinothalamisch deswegen, weil wir eben auch wiederum eine Verschaltung zwischen Rückenmark und Thalamus haben. Der große Unterschied zwischen dem Hinterstrangsystem und dem Vorderseitenstrangsystem ist, dass wir hier eine weitere Verschaltung haben. Und zwar eben nochmal gleiches Prinzip. Die Zellkörper unserer somatosensorischen Neurone, die liegen in dem Spinalganglion, ein Axon eben in die Haut, das andere Axon ins Rückenmark, aber hier eben zieht dieses Axon jetzt eben nicht weiter, sondern wird hier direkt im Rückenmark direkt eben verschaltet. Das heißt, wir kreuzen hier direkt im Rückenmark die Seite, nicht erst auf Ebene der Medulla oblongata, also direkt eine Kreuzung der Seite, Verschaltung auf das nächste Neuron, hier also eine weitere Verschaltungsstelle zwischen eben Rückenmark und Thalamus, dann geht es eben zum Thalamus hoch und von da weiter in unseren somatosensorischen Kortex. Deswegen heißt dieses System auch, wenn Sie den Begriff mal lesen, extralemniskales System. Extralemniskal deswegen, weil es hier eben nicht durch die lemniskale Schleife geht, wie beim Hinterstrangsystem. Und dann zu guter Letzt schauen wir uns noch an den Trigeminusnerv, einer von unseren Hirnnerven, Nervus Trigeminus, der eben hier unseren Kopf-, Gesicht-, Mundhöhlenbereich eben versorgt, der eben dann eben direkt hier in unserer Medulla oblongata hier verschaltet wird. Also quasi von der Organisation her ganz ähnlich zum Hinterstrangsystem, nur eben, dass halt quasi hier die Zellkörper auf Ebene unserer Hirnnervenkerne liegen. Der Nervus Trigeminus, der heißt deswegen Nervus Trigeminus, weil er sich in drei Stränge aufteilt und den haben Sie vielleicht auch schon mal gespürt, wenn Sie beispielsweise einen entzündeten Zahn hatten. Dann ist der Nerv, der dieses Signal, diese Zahnschmerzen signalisiert, das ist eben unser Nervus Trigeminus. Fassen wir das nochmal ganz grob zusammen. Wir haben im somatosensorischen System, das Informationen aus unserer Haut transportiert, ganz grob zwei
Bahnen. Einmal eben unser Lemniskales, unser Hinterstrangsystem. Da haben wir eben einen direkten Verlauf der Axone durchs Rückenmark hinweg, eine Verschaltung eben auf Ebene der Medulla oblongata, dann Verschaltung aufs zweite Neuron zum Thalamus und dann Verschaltung eben vom Thalamus zum somatosensorischen Kortex. Und auf der anderen Seite eben unser spinothalamischen Trakt, da haben wir eine Verschaltung direkt im Rückenmarksegment, von da Neuron zum Thalamus und dann vom Thalamus zum somatosensorischen Kortex. Gibt es dazu erstmal irgendwelche Fragen? Ja. Die Frage geht danach, dass teilweise Männer und Frauen unterschiedliche Symptome haben. Ich vermute, Sie denken da Richtung beispielsweise Herzinfarkt. Beispielsweise ist so die klassischen Herzinfarkt-Symptome, die sind eben für Männer definiert. Sowas wie, oh, ich habe einen stechenden Schmerz in meinem linken Arm, ist, glaube ich, so ein klassisches Symptom. Das ist eine hervorragende Frage. Ich weiß es nicht, woran das genau liegt. Ich weiß nur, dass es so ist. Maria, notierst dir bitte mal, wir schauen das mal nach und kriegen es hoffentlich bis nächste Woche raus, woran das denn liegen könnte. Es könnte eventuell daran liegen, dass wir eine leicht unterschiedliche Organisation von unserem Nervensystem bei Männern und Frauen haben, aber genau kann ich es Ihnen leider nicht sagen. Ja, noch eine Frage in der Mitte. Ja, die Frage geht danach, gibt es auch andere Hirnnerven, die somatosensible Anteile haben? Ja, alle. Also nie alle, aber fast alle Hirnnerven haben auch sowohl sensorische als auch motorische Anteile. Nochmal nachschauen, war glaube ich zweite Sitzung oder so, hatten wir diese ganze Liste mit den ganzen Hirnnervenkernen. Noch mehr Fragen? Alright, das scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir mal kurz, wo waren wir? Gehen wir also jetzt, nachdem wir gesehen haben, okay, wie bekommen wir eigentlich Informationen aus unserer Haut über unsere Tastsinneszellen? Jetzt haben wir gesehen, dann wird die Information über unsere Pfade, unser Hinterstrangsystem, unser Vorderseitenstrangsystem weitergeleitet und dann sind wir irgendwann in unserem Neokortex mit unserer Information. Das heißt, wir sind bei unserem somatosensorischen Kortex angelangt. Wir schauen uns also an, wie wird denn in unserem Gehirn Information aus unserem Körper verarbeitet. Das Erste, was wir uns dabei anschauen müssen, ist der primäre somatosensorische Kortex. Logischerweise die erste Verschaltungsstelle unseres somatosensorischen Systems in unserem Neokortex. Dieser primäre somatosensorische Kortex, hatte ich schon erwähnt, liegt auf der Rückseite Ihrer Zentralfurche und ist somatotop organisiert. Diese somatotope Organisation ist allerdings ein bisschen komplex, dadurch, dass eben hier diese parallele Informationsverarbeitung stattfindet. Das heißt, unterschiedliche Anteile aus unserem Körper, beispielsweise über A-Alpha, A-Beta, A-Delta und C-Fasern, die ein Körperteil betreffen, werden zwar am gleichen Bereich unseres Homunculus verarbeitet, aber an benachbarten Arealen. Das schauen wir uns gleich an. Da kommen wir zu einem Organisationsprinzip, das ganz wichtig ist für den Aufbau unseres Neokortex, nämlich die Säulenstruktur des Neokortex. Nach dem primären somatosensorischen Kortex, das die Brodmann-Areale 1, 2 und 3 umfasst, geht es dann weiter zum sekundären somatosensorischen Kortex, also zu den höher gelegenen somatosensorischen Kortex-Arealen. Und hier wird die Information in unterschiedliche Informationsströme aufgeteilt, nämlich einmal einen ventralen und einmal einen dorsalen Strom. Dieses Prinzip, das haben wir auch schon mal so ganz grob kennengelernt, nämlich, dass wir jetzt nicht nur eine parallele Informationsverarbeitung, sondern auch eine serielle Informationsverarbeitung haben, dass wir also eine hierarchische Informationsverarbeitung haben, dass einfache Information, die in so einen primären sensorischen Arealen ankommt, wird kombiniert und diese kombinierte Information wird dann nach ganz bestimmten Ordnungsprinzipien weitergegeben an unterschiedliche spezialisierte Verarbeitungsareale. Da haben wir diesen ventralen Strom, der läuft dann eben hier über unsere Insula
Insula, erinnern Sie sich nochmal, wenn wir unseren Temporallappen und Parietallappen auseinanderziehen, dahinter liegt die Insula. Die ist vor allem relevant dann für beispielsweise Schmerzwahrnehmung. Und auf der anderen Seite haben wir unseren dorsalen Strom über unseren Parietallappen, wo dann sowas wie beispielsweise Ortsinformation verarbeitet wird, also die Position unseres Körpers, die dann mit visueller Information verknüpft wird. Schauen wir uns jetzt aber erstmal an, bleiben wir erstmal auf Ebene unseres primären somatosensorischen Kortex und schauen uns mal diese Säulenstruktur genauer an. Also, ich hatte es gerade eben schon gesagt, der primäre sensorische Kortex, der umfasst die Brodmann-Areale 1, 2 und 3. Wir haben also hinter unserer Zentralfurche eine Wölbung, einen Sulcus, und entlang dieses Sulcus, ne, denken wir nur, Gyrus, das sind die Täler, Sulcus, das sind die Wülste, diese Windungen auf unserem Gehirn, und wir haben also diesen Sulcus, und entlang dieses Sulcus haben wir unterschiedliche Bereiche, der dann eben unterschiedliche Empfindungen abdeckt. Also unterschiedliche Bereiche werden also über unterschiedliche Signalbahnen verarbeitet, und diese unterschiedlichen Signalbahnen kommen auf unterschiedlichen Kerngebieten unseres Thalamus an und werden dann eben auch an unterschiedlichen Bereichen unseres primären sensorischen Kortex verarbeitet. Wir sehen es hier auf dem Schaubild auf der rechten Seite. Wir haben ganz unten unseren Thalamus, wo wir eben unterschiedliche Kerngebiete haben, an denen unsere somatosensorischen Informationen ankommen. Und dann geht es von da weiter eben in die Bereiche 1, 2, 3a und 3b. Und Sie sehen hier auf der Seite nochmal der Rückblick auf unsere unterschiedlichen Tastsinneszellen, die wir schon kennengelernt haben, die eben in unterschiedlichen Bereichen verarbeitet werden. Also nochmal dran denken, was war SA, was war RA, Slow Adaptive, Rapid Adaptive. Also unterschiedliche Tastsinneszellen werden an unterschiedlichen Bereichen unseres somatosensorischen Kortex verarbeitet. Und genauso hier ein Freund, den wir letzte Woche schon kennengelernt haben, die Muskelspindel, auch die eben eine Empfindung aus unserem Körper, die eben hier an einem Bereich in Areal 3a, Brodmann-Areal 3a unseres somatosensorischen Kortex verarbeitet wird. Das heißt, wir haben auf jeder Ebene unseres somatosensorischen Kortex, können Sie sich so vorstellen, wir haben von oben nach unten eben unseren Homunculus, ne, von oben von der Mitte unseres Kopfes bis zum Ende unserer Zentralfurche, hier liegt unser Homunculus da drauf, und auf jeder Ebene unseres Homunculus wird quasi ein Bereich unseres Körpers verarbeitet, und wir haben auf jeder Ebene eben und auf jeder Ebene unseres Homunculus diese Säulen, und an diesen Säulen werden eben unterschiedliche Bereiche unseres Körpers verarbeitet. Nochmal ein kurzer Rückblick auf den ganzen Anfang unserer Vorlesung. Da hatten wir kennengelernt den sechsschichtigen Aufbau unseres Neokortex. Ne? Neokortex, Gehirn, Rinde ist aus sechs Schichten aufgebaut. Jede Schicht hat unterschiedliche Aufgaben. Und hier eben die Schicht, Sie sehen es hier, 4, das ist die Schicht, wo eben steht hier from Thalamus. Das ist die Schicht, wo eben die Information aus dem Thalamus in ihren Neokortex einläuft, um dann eben weiter verarbeitet zu werden. Das heißt, was Sie sich hier merken sollten, sind eben zwei ganz wichtige Informationen. Das eine ist eben, Ihr somatosensorischer Kortex ist somatotop organisiert. Benachbarte Bereiche Ihres somatosensorischen Kortex verarbeiten benachbarte Bereiche Ihres Körpers. Und parallele Informationen, die eben unterschiedliche Empfindungen aus Ihrem Körper transportieren, werden in parallelen Säulen Ihres somatosensorischen Kortex verarbeitet. Und dieses Prinzip, das zieht sich durch alle unsere sensorischen Systeme durch. Das werden wir nächste Woche im visuellen, übernächste Woche im auditorischen System kennenlernen, diese Säulenstruktur, dass eben unterschiedliche Signalanteile in parallelen Säulen des Neokortex verarbeitet werden. Schauen wir uns ganz kurz an, die Propriozeption, die haben wir gerade eben schon so im Grunde im Vorbeilaufen gestreift. Als ich gesagt habe, wir haben schon mal hier Area 3b, haben wir hier auf der Folie kennengelernt aus unseren Muskelspindeln.
Nochmal kurzer Rückblick auf letzte Woche. Da hatten wir die Muskelspindeln kennengelernt. Ne? Erinnern Sie sich mal dran. Das waren diese komischen Gebilde innerhalb unserer Muskeln drin. Das sind im Grunde auch nichts anderes als freie Nervenendigungen, die sich eben hier um diese Muskelfasern in den Muskeln herumwickeln, die dann eben darauf reagieren, signalisieren, wie stark ist eben der mechanische Zug an diesen Muskelfasern. Im Grunde nichts anderes als freie Nervenendigung, aber die sind eben relevant für unsere Propriozeption. Also wenn Sie wissen wollen, wo sind denn eigentlich Ihre ganzen Gliedmaßen im Raum verteilt. Und gehen wir ganz kurz auch nochmal vorbei an der Enterozeption, also aus der Wahrnehmung der inneren Organe. Da kommen wir jetzt noch hin. Wir hatten gerade eben hinten die Frage, ne, was machen eigentlich die anderen Hirnnervenkerne? Haben die auch irgendwelche somatosensorischen Informationen? Ja, haben sie. Unter anderem zum Beispiel eben den 9. und den 10. Hirnnerv, die unter anderem sowas wie Blutdruck und Chemosensation aus dem Inneren unseres Körpers geben, also beispielsweise Informationen über den Sauerstoff- oder Kohlendioxid, Kohlenmonoxidgehalt unseres Blutes oder eben den 10. Hirnnerv, der vor allem sowas wie den tiefen Schmerz transportiert, also eben Schmerzempfindungen aus inneren Organen, beispielsweise aus ihrem Herzen, aus ihrem Zwerchfell, aus ihrer Lunge, aus diesen ganzen unterschiedlichen inneren Organen. Diese Enterozeption, die ist ganz relevant für die Aufrechterhaltung dieses homöostatischen Systems unseres Körpers, die also beispielsweise also dann für die ganze für diese reflexhafte Steuerung unseres inneren Milieus relevant sind. Denken Sie da nochmal an das Stichwort zentrale Exekutive, das haben wir kennengelernt in der Sitzung zu den Hormonen, also dieses ganze dieses autonome Steuerungssystem unseres Körpers, dass also unser Körper selbstständig reagiert auf ganz bestimmte Belastungssituationen. Dafür ist eben hier diese Enterozeption ganz relevant. Und jetzt haben wir so einen groben Überblick bekommen, wie wir eigentlich unseren Körper wahrnehmen. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert eigentlich, wenn es irgendwie wehtut. Schauen wir uns also an unser Schmerzsystem, unser nozizeptives System. Das habe ich hier in dem Fall in eine Vorlesung reingepackt. Herr Chandri packt das in zwei unterschiedliche Kapitel, weil er sagt, Moment mal, das sind unterschiedliche Empfindungen. Ich habe es jetzt hier in eine Vorlesung gepackt, weil ich denke, irgendwie gehört es dann doch zusammen, weil ganz vieles von unserer Schmerzinformation über die gleichen Fasern transportiert wird, wie unsere somatosensorische Information. Wenn wir uns Schmerz anschauen, dann müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Nozizeption. Das ist die neuronale Aktivität aus unseren schmerzleitenden Fasern. Das hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Das hat auch nur nichts mit einer Empfindung von Schmerz zu tun. Das ist eine reine Warnfunktion unseres Körpers. Und das andere ist das, was wir subjektiv Schmerz nennen. Das ist also eine subjektive Erlebensqualität, die eine bewusste Verarbeitung ist und die auch nicht unbedingt einen körperlichen Ursprung haben muss. Das ist eben ganz wichtig für uns, dass wir diese beiden Konzepte voneinander abgrenzen können, dass wir auf der einen Seite eben wissen, Schmerz, das ist die subjektive Interpretation von ganz unterschiedlichen Signalen, unter anderem einem nozizeptiven Signal. Also Sie können beispielsweise ein nozizeptives Signal empfangen, ohne Schmerz zu empfinden, aber Sie können auch Schmerz empfinden, ohne ein nozizeptives Signal zu empfangen. Wir bleiben heute mal bei der Nozizeption, also bei dieser neuronalen Aktivität, die mit dem Schmerzsystem zusammenhängt. Ja, Frage. Ne? Also, die Frage ist, wie kann man sich das vorstellen, Nozizeption ohne eine subjektive Schmerzempfindung? Da kommen wir im Grunde in eine philosophische Frage hinein, die sich damit beschäftigt, was ist denn eigentlich Bewusstsein? Und ab wann haben Sie eine bewusste Empfindung? Beispielsweise kann ich Ihre schmerzleitenden Fasern, die nozizeptiven Fasern, stimulieren, die C-Fasern, die lassen sich beispielsweise mit einem elektrischen Strom stimulieren. Und ich kann die Reaktion dieser nozizeptiven Fasern in Ihrem zentralen Nervensystem messen. Aber das muss Ihnen nicht wehtun, sondern
die Aktivität, erst wenn die eine ganz bestimmte Schwelle überschritten hat, wird eine Aktivierung dieser C-Fasern von Ihnen subjektiv als schmerzhaft empfunden. Genauso geht es zum Beispiel in die Frage hinein, empfinden Tiere Schmerz? Also beispielsweise, so ein schönes Beispiel davon ist immer Hummer, die haben schmerzleitende Fasern. Das ist die große Frage, empfinden Hummer, haben Hummer die subjektive Empfindung Schmerz? Oder ist allein die Existenz eines schmerzleitenden Systems schon ein Beleg dafür, dass es die subjektive, bewusste Empfindung Schmerz gibt? Dafür brauchen wir jetzt keine Antwort finden, aber um solche Fragen beantworten zu können, müssen wir eben Nozizeption von Schmerz abgrenzen können. Schauen wir uns aber heute erstmal an, dass wenn Sie diese Fragen weiter diskutieren, dafür haben wir eben das Seminar nächstes Semester, wo es dann genau um solche Fragen geht, was eben der Unterschied zwischen Schmerz und Nozizeption. Schauen wir uns heute erstmal an, was ist denn eigentlich die Nozizeption? Wie nehmen wir also nozizeptive Reize eigentlich auf? Das ist relativ einfach und relativ trivial. Das sind nämlich im Grunde genau die Geschichten, die wir im ersten Teil der Vorlesung schon kennengelernt haben, nämlich freie Nervenendigungen von A-Delta- und C-Fasern, die eben in unserer Haut herumliegen. Die liegen in unserer Haut herum, die liegen aber auch eben in unseren inneren Organen herum und die haben eben unterschiedliche Eigenschaften, auf welche Art von Reiz die reagieren. Also da haben wir beispielsweise Nerven, die sind spezialisiert auf thermische Reize, auf mechanische Reize. Es gibt Nervenfasern, die reagieren auf ganz unterschiedliche Reize, also polymodale Reize. Oder es gibt auch sogenannte stille Rezeptoren, von denen man immer noch nicht genau weiß, was die eigentlich genau tun und wofür die eigentlich genau da sind. Diese unterschiedlichen Nozizeptoren unterscheiden sich vor allem dadurch, welche Arten von Rezeptoren wir an diesen freien Nervenendigungen haben. Und die beeinflussen dann, welche Information hier jeweils transportiert wird. Ganz grob kann man eben hier thermische, mechanische, polymodale und stille Nozizeptoren unterscheiden, die entweder mit A-Delta und mit C-Fasern eben in Verbindung stehen, die eben jeweils wiederum unterschiedliche Informationen leiten. Also ne, wie der Name schon sagt, entweder Hitze oder Druck oder chemische Reize. Genau wie wir es in unserem somatosensorischen System haben, haben wir auch hier eine parallele Verschaltung, eine parallele Aktivierung mehrerer Nervenfasern durch einen Reiz. Wir haben hier also durch einen schmerzhaften Reiz, durch einen nozizeptiven Reiz, eine Koaktivierung unterschiedlicher Nervenzellen, die dann zum sogenannten ersten und zweiten Schmerz führt. Also wenn Sie sich verletzen, also wenn Sie in der Küche stehen und Sie schneiden sich, dann führt diese Verletzung Ihrer Haut dazu, dass unterschiedliche Signalbahnen aktiviert werden, die mit unterschiedlichen Leitungsgeschwindigkeiten und unterschiedlichen Empfindungen assoziiert sind. Der erste Schmerz, der quasi die reine mechanische Berührung kodiert, der wird eben durch A-Beta-Fasern oder A-Delta-Fasern, also myelinisierte Nervenfasern, transportiert. Und dann der zweite Schmerz, der wird dann über die langsam leitenden C-Fasern transportiert. Der große Unterschied zwischen diesem ersten und zweiten Schmerz ist zum einen die Intensität der Aktivierung, also der erste Schmerz ist deutlich stärker als der zweite Schmerz und der Dauer der Aktivierung, also der erste Schmerz hat eine sehr kurze Dauer, eine plötzliche Aktivierung und der zweite Schmerz eine dauerhafte Aktivierung, also eine andauernde Nervenaktivierung. Diese Aktivierung dieser Nervenzellen erfolgt über ganz unterschiedliche Mechanismen. Das eine ist eben eine reine mechanische Verformung unserer Haut. Also hier eben das Beispiel, wir schneiden uns und haben natürlich durch dieses Schneiden, ein Objekt tritt in unsere Haut ein und dadurch kommt es zu einer mechanischen Verformung unserer Nervenzellen. Dadurch öffnen sich eben unsere mechanosensiblen Ionenkanäle. Infolgedessen kommt es aber zu einer weiteren Aktivierung von ganz vielen anderen Übertragungsstoffen, dass eben diese Verletzung, die hier eben stattfindet, aus der Haut, also in der Haut vorhandene Übertragungsstoffe freisetzt, wie beispielsweise Proteasen, ATP, Wasserstoff,
und Kalium. Also sowohl also Ionen werden freigesetzt, als auch ganz bestimmte Übertragungsstoffe, die dann wiederum an unseren Nervenzellen Signalkaskaden auslösen. Gibt es eine Frage? Ja. Die Frage geht danach, dass Sie Verletzungen haben können, ohne diesen ersten Schmerz zu haben. Also dass Sie eine Verletzung haben, ohne zunächst eine Schmerzempfindung zu haben. Da kommen wir gleich dazu. Das hat nämlich ganz viel damit zu tun mit der Schmerzhemmung, dass also viele von diesen Schmerzempfindungen durch unseren Körper selbst gehemmt werden können. Und es hat ganz viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Da kommen wir dann zum Bereich von eben sowas wie einer Stressreaktion, die ganz bestimmte Signalkaskaden unterdrückt. Aber da kommen wir gleich dazu. Deswegen vielleicht mal die Frage nochmal ans Ende anstellen, falls ich sie nicht, am Ende nicht beantwortet haben sollte. Genau, wo war ich hier stehen geblieben? Also wir haben also eine Verletzung und bei dieser Verletzung werden aus der Haut ganz bestimmte Übertragungsstoffe freigesetzt, die dann eben eine Signalkaskade an unseren Nervenzellen auslöst. Zum Beispiel hier das sogenannte Bradykinin. Dieses Bradykinin, das aktiviert eine G-Protein-gekoppelte Signalkaskade. Ne? G-Protein-gekoppelte Signalkaskaden, Second-Messenger-Signalkaskaden, haben wir ja schon kennengelernt. Also, das heißt, wir haben unseren Übertragungsstoff Bradykinin, der wird auf eine Verletzung freigesetzt und bindet dann an unsere Nervenendigungen an einen Rezeptor. Das führt dann dazu, dass aus den intrazellulären Speichern Calcium freigesetzt wird und dieses Calcium bindet dann an einen TRP, einen transienten Rezeptorproteinkanal. Dadurch kann eben noch mehr Calcium einströmen und dieses Calcium löst dann eben diese ganze schmerzerhaltende Signalkaskade aus. Diese TRP-Kanäle, die sind ganz interessant, diese transienten Rezeptorproteinkanäle sind ganz interessant, denn die werden nicht nur durch eine Art von Stoff aktiviert, sondern die können gleichzeitig durch ganz unterschiedliche Signale aktiviert werden. Die werden beispielsweise durch chemische Reize, also ganz bestimmte Übertragungsstoffe aktiviert, aber auch beispielsweise durch thermische Reize. Das heißt, wir haben beispielsweise einen TRP-Kanal, der wird aktiviert durch Capsaicin, das ist dieses rote Zeug, was in Chilis drin ist, oder der wird aktiviert durch Hitze. Das heißt, wir haben einen Rezeptor, der signalisiert sowohl Schärfe als auch Hitze und Sie können dann auch nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt gerade ein warmer Reiz oder ist das ein scharfer Reiz. Und das können Sie auch mal bei sich selber ausprobieren, wenn Sie beispielsweise mal mit Chili kochen und sich anschließend ins Auge fassen, dann werden Sie merken, okay, Ihr Auge schmeckt zwar kein Chili, aber Ihr Auge hat schmerzsensible Rezeptoren, also das tut dann weh. Also sprich hier, dieses Capsaicin kann eben an diesen TRP-Kanälen ein Schmerzsignal auslösen. Und diese TRP-Kanäle, die werden unter anderem auch aktiviert durch, das haben wir schon kennengelernt, in der Sitzung zu unseren Hormonen, zu unter anderem über Histamine, also beispielsweise ganz bestimmte chemische Stoffe, die dann sowas wie Juckreiz auslösen. Das ist, können Sie sich mal überlegen, jetzt kommt ja bald der Frühling eines Tages, mal noch haben wir Januar, aber eines Tages kommt ja der Frühling und dann hat vielleicht der ein oder andere von Ihnen Heuschnupfen. Das, was dann eben passiert, ist, dass durch einen Umweltstoff, durch Pollen, werden Histamine freigesetzt, die dann eben diesen TRP-Kanal aktivieren, was dann zu einer Aktivierung der C-Fasern führt, die dann einen Juckreiz oder ein Niesen auslöst. Also hier auch eben genau eben diese Aktivierung von diesen polymodalen TRP-Kanälen. Jetzt wissen wir ganz grob, wie wir also unsere schmerzsensiblen Fasern in unserem Körper aktivieren. Und dann gucken wir uns mal noch an, wie die eigentlich in unserem Körper verschaltet sind. Und da haben wir erstmal einen Sonderfall, den wir beachten müssen, denn ich hatte es ganz am Anfang gesagt, als wir uns die Neurotransmitter angeschaut haben, dass jede Nervenzelle
nur einen einzigen Neurotransmitter enthält. Also wir haben beispielsweise glutamatärige oder GABAerge Nervenzellen, aber wir haben jetzt eine große Ausnahme, nämlich im Rückenmark haben wir C-Fasern, die sowohl Glutamat als auch die Substanz P enthalten. Wir haben also an einer Nervenzelle zwei Neurotransmitter, zwei Übertragungsstoffe. Also aus dem Axon Terminal dieser Nervenzelle wird sowohl das erregende Glutamat als auch das für die Schmerzempfindung relevante die Substanz P freigesetzt. Und beide binden dann an die Postsynapse und lösen dann eine Signalkaskade aus. Schauen wir uns die Signalkaskade also mal an. Wir haben also irgendeine Verletzung. Wir schneiden uns beispielsweise beim Kochen in den Finger und diese Verletzung setzt dann eben das Bradykinin frei, das wir schon kennengelernt haben, oder Prostaglandine, das sind Hormone. Diese Stoffe, diese Übertragungsstoffe aktivieren dann eben unsere Nozizeptoren. Beispiel Bradykinin haben wir gerade kennengelernt, G-Protein gekoppelte Signalkaskade, die dann zum Calcium-Einström führen. Diese Verschaltung führt dann am Rückenmark eben zur Freisetzung von Substanz P und eben damit wird diese Information an unser Rückenmark weitergegeben. Erinnern Sie nochmal zurück, erster Teil der heutigen Vorlesung, haben wir gesehen, okay, C-Fasern werden außen am Dorsalhirn, Schicht 1 und 2 werden die verschaltet. Das ist erstmal die initiale Weiterleitung von Schmerz. Das ist aber nicht die ganze Geschichte, sondern dann kommt es zu Entzündungsreaktionen, also diese freigesetzten Übertragungsstoffe, die führen dann dazu, dass aus der Haut weitere schmerzerhaltende Stoffe freigesetzt werden, wie beispielsweise Histamin aus den in der Haut vorhandenen Mastzellen. Das erregt dann wiederum die Nozizeptoren, also haben wir quasi einen erhaltenen Kreislauf, erhaltenden Prozess der Schmerzwahrnehmung, dass sich dann eben die Nozizeptoren erregt werden. Dann wird aus den Nozizeptoren direkt in der Haut Substanz P freigesetzt, die dann über die Aktivierung von diesem Calcitonin-genrelatierten Peptid, CGRP, dazu führen, dass eben hier Bradykinin freigesetzt wird, also hier quasi diesen Kreislauf der Entzündungs-, der schmerzempfindungsaufrechterhaltenden Signalkaskade. Das kennen Sie auch von sich selber, wenn Sie sich eben beispielsweise mal einen Finger geschnitten haben und dann die initiale Verletzung ist vorbei, okay, es hat aufgehört zu bluten, aber dann schwillt eben der Bereich, wo Sie sich verletzt haben, schwillt dann so leicht an, wird stärker durchblutet. Das ist genau der Prozess, der hier dann stattfindet, also dass sich die Blutgefäße weitern, dass dieser Bereich stärker durchblutet wird und eben auch schmerzempfindlicher ist. Also hier wird eben die Schmerzempfindung wird verstärkt. Jetzt haben wir also an unseren Sinneszellen, unseren Nozizeptoren in der Haut unseren Schmerz ausgelöst. Dann leiten wir diese Geschichte an unser Rückenmark weiter, eben A-Delta, AC-Fasern, Schicht 1 und 2 unseres Dorsalhirns. Und jetzt müssen wir gucken, wo geht die ganze Geschichte hin. Dann sind wir wieder bei unserem Freund, dem spinothalamischen Trakt, den wir jetzt schon kennengelernt haben. Also die Verschaltung auf Rückenmarksebene auf das nächste Neuron. Ne? Also wir haben hier eben diese Verschaltung im Dorsalhorn unseres Rückenmarks auf das nächste Neuron, die Kreuzung unseres Rückenmarks und dann läuft die Geschichte weiter an unseren Thalamus und an den somatosensorischen Kortex. Also ganz grob, deswegen habe ich das heute in der heutigen Sitzung untergebracht, Schmerz über den spinothalamischen Trakt wird auch im somatosensorischen Kortex verarbeitet. Also die reine Nozizeption, die Aktivierung aus ihren nozizeptiven Fasern wird genauso wie eben ihre somatosensorische Aktivierung im somatosensorischen Kortex verarbeitet. Es gibt dann noch einen zweiten Strang, den wir uns anschauen müssen, den sogenannten spinoretikulären Trakt. Der läuft erstmal genauso wie unser spinothalamischer Trakt, nur mit dem großen Unterschied, dass er hier über unser retikuläres System verschaltet wird. Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem haben wir schon mal kennengelernt, ganz am Anfang der Vorlesung. Das ist vor allem hier die Formatio reticularis, ne, dieses Ding im Hirnstamm, das vor allem relevant ist für
die Erregung, also quasi die Erregung unseres zentralen Nervensystems durch einen einlaufenden schmerzhaften Reiz. Und zu guter Letzt müssen wir uns auch noch anschauen, oder noch einen haben wir noch, unseren spinomesenzephalen Trakt, Mesencephalon, das heißt, diese Information wird dann nicht an unseren Neokortex weitergegeben, sondern endet auf Ebene unseres Mittelhirns, Mesencephalon. Hier haben wir dann vor allem eben diese Projektion zum periaquäduktalen Grau. Periaquäduktales Grau heißt deswegen periaquäduktales Grau, weil es nah an den Ventrikeln liegt und grau ist. Hier finden wir dann Nervenzellen, die vor allem relevant sind für die absteigende Schmerzhemmung. Da kommen wir dann gleich zu Ihrer Frage, nämlich was passiert eigentlich, wenn eben Schmerz blockiert wird. Hier werden also dann körpereigene Opioide freigesetzt. Wir haben also einen Schmerz, der ankommt, der wird hier im periaquäduktalen Grau dann verschaltet, aktiviert Nervenzellen, die Opioide produzieren, die dann eben unser Schmerzempfinden blockieren oder hemmen können. Und dann sind wir damit eben bei unserer absteigenden Schmerzhemmung. Denn wir sind unserem Schmerz nicht ganz hilflos ausgeliefert, sondern unser Körper hat ganz viel dafür getan, dass dieser Schmerz auch gehemmt werden kann. Und ein ganz wichtiger Pfad dabei ist eben diese absteigende Projektion aus unserem periaquäduktalen Grau und den Raphekernen in der Formatio reticularis. Das Ziel ist eben quasi, dass hier absteigende Projektionen, das heißt, wir haben Nervenzellen, wo die Axone dann eben absteigen in die Substantia gelatinosa an unser Rückenmark. Das heißt, wir haben quasi einen Signalkreislauf. Gehen wir nochmal zurück. Hier eben der spinomesenzephale Trakt, der nimmt also unsere Schmerzreize auf, A-Delta und C-Fasern, leitet die weiter an unser periaquäduktales Grau. Hier werden diese absteigenden Nervenfasern aktiviert, die laufen jetzt in unser Rückenmark wieder runter und hemmen dann eben genau an dieser Verschaltungsstelle im Rückenmark die Verschaltung zwischen unseren C-Fasern und dem nächsten weiterleitenden Neuron. Also, das sind eben Noradrenalin, Serotonin als Neurotransmitter, die dann eben Opioide aktivieren. Wir sind also jetzt quasi einmal raufgegangen ins periaquäduktale Grau, kommen wieder unten an und sind jetzt wieder unten auf Ebene unseres Dorsalhirns im Rückenmark angekommen. Und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder Interneurone aktivieren. Interneurone haben wir letzte Woche schon kennengelernt, als wir uns über diese Reflexbogen unterhalten haben. Erinnern Sie sich nochmal dran. Hemmende Interneurone, also Neurone, die hier irgendwie hemmend auf die Verschaltung in unserem Rückenmark eingreifen. Die können wir also aktivieren. Oder wir können direkt an die Übertragung an diesen Projektionsfasern eingreifen. Sprich, wir können entweder direkt unsere Projektionsfasern hemmen, die jetzt eben in unser Zentralnervensystem hochziehen, oder wir können hier mit Interneuronen arbeiten. Das Ziel ist es immer, die postsynaptischen Potenzierungen, diese erregenden postsynaptischen Potenziale an der Übertragung von peripheren zum zentralen Nervensystem zu unterdrücken. Wir wollen also quasi die Aktivierung dieser Projektionsfasern hemmen. Dafür haben wir eben unsere Opioide, die wir ganz grob in vier Klassen einteilen können, immer Enkephaline, Beta-Endorphine, Endorphine kennen Sie schon, das ist das, was eben, wenn Sie euphorisch sind, freigesetzt wird, oder Dymorphin oder Orphanin. Das müssen Sie jetzt nicht alles merken. Was Sie sich merken sollten, ist, wir haben unterschiedliche körpereigene Opioide, die eben diese Übertragung vom peripheren ans zentrale Nervensystem hemmen. Die Frage, warum heißen die Opioide? Weil die genauso wirken wie Opium. Also wurden dadurch entdeckt, dass man eben dem Körper Opium zugeführt hat und dann geguckt hat, okay, was macht der Körper? Opium wirkt einschläfernd, beruhigend, schmerzstillend. Das ist genau das Gleiche, was die körpereigenen Opioide tun. Das ist die
absteigende Schmerzhemmung. Die wird vor allem dann eben relevant, wenn wir quasi auf diesen aufsteigenden Schmerz reagieren, unser Körper dann die Übertragung, diese Weiterleitung von einem starken Schmerz blockiert. Das ist aber nicht alles, wie wir unseren Schmerz hemmen können, sondern wir können auch also das ist hier quasi die absteigende Schmerzhemmung, Top-Down-Schmerzhemmung, Top-Down, Bottom-Up haben wir schon letzte Woche kennengelernt, quasi ein absteigender Top-Down-Einfluss auf die Schmerzübertragung. Wir können da aber auch an die Bottom-Up-Schmerzübertragung rangehen, also die aufsteigende Signalübertragung beeinflussen. Dazu gibt es eine sehr schöne Theorie, die den Kreislauf, den Signalkreislauf zwischen aktivierenden und hemmenden Neuronen auf dem Rückenmark ganz schön illustriert. Die sogenannte Gate Control Theory. Diese Gate Control Theory beruht auf dem Verschaltungsschema von A-Beta- und C-Fasern im Dorsalhirn in unserem Rückenmark. Wir haben es schon kennengelernt. Ne, in unserem Dorsalhirn, im Rückenmark, kommen eben unsere A-Delta, C und Teile der A-Beta-Fasern an. Erinnern Sie sich nochmal zurück, A-Beta-Fasern, Verschaltung, Schicht 3 und 4, dieser Intermediärbereich des Dorsalhirns und C und A-Delta-Fasern auf Ebene 1 und 2 unseres Dorsalhirns. Und jetzt haben wir zwischen der Verschaltung von A-Beta und C-Fasern hemmende Interneurone. Und wenn wir diese hemmenden Interneurone aktivieren, dann können diese Interneurone die Weiterleitung von Schmerzreizen blockieren. Wie funktioniert das Ganze? Nehmen wir also an, wir verletzen uns. Dann wird diese Verletzung durch C-Fasern signalisiert. Also der schmerzhafte Reiz läuft über unseren Freund die C-Faser ein. C-Faser aktiviert unser Projektionsneuron. Das ist genau hier diese spinothalamische Trakt, den wir jetzt schon ein paar Mal kennengelernt haben. Wir verschalten also von C-Faser auf Projektionsfaser auf Ebene von Schicht 1 oder 2 des Dorsalhorns im Rückenmark. Wenn wir jetzt gleichzeitig kurz nach dieser Aktivierung der C-Faser eine A-Beta-Faser aktivieren, dann kann diese A-Beta-Faser ein inhibitorisches Interneuron aktivieren. Also dieses inhibitorische Interneuron, hier in blau eingezeichnet, hat die Aufgabe, die Projektionsfasern zu hemmen. Ein inhibierendes Interneuron hemmt unsere Projektionsfaser. Wir haben jetzt unterschiedliche Einflüsse. Unsere C-Faser würde dieses hemmende Neuron hemmen. Unsere A-Beta-Faser würde dieses hemmende Neuron aktivieren. Ganz zentral für diese Gate Control Theory ist jetzt die unterschiedliche Leitungsgeschwindigkeit von A-Beta- und C-Fasern. Denken Sie wieder dran, A-Beta-Fasern sind myelinisiert und dick, die leiten Informationen also schneller als C-Fasern. Wenn wir uns jetzt also verletzen und gleichzeitig oder kurz nachher eine A-Beta-Faser aktivieren, dann ist die Information von der A-Beta-Faser schneller an unserem inhibitorischen Interneuron als der hemmende Einfluss aus der C-Faser. Das heißt, die Aktivierung der A-Beta-Faser kann also unser hemmendes Interneuron aktivieren und damit blockieren wir die Weiterleitung der Informationen aus der C-Faser an unser Projektionsneuron. Das klingt erstmal kompliziert, das kennen Sie aber alle, wenn Sie beispielsweise sich irgendwo anstoßen und dann erstmal Ihre Hand schütteln oder dran reiben oder draufpusten. Durch diese mechanische Aktivierung aktivieren Sie die A-Beta-Faser, die dann eben die Schmerzweiterleitung aus der C-Faser blockiert. Und jetzt kommen wir an die Frage, die rechts oben gestellt wurde, wenn wir uns den ersten und den zweiten Schmerz anschauen, dass wir teilweise eben körperliche Verletzungen haben, bei denen wir keinen Schmerz empfinden. Was wir dabei eben beachten müssen, ist quasi diese Unterscheidung zwischen Nozizeption und subjektiver Wahrnehmung von Schmerz. Gerade diese subjektive Wahrnehmung von Schmerz ist mit Aufmerksamkeit verknüpft und kann ganz stark geblockt werden, also diese Verschaltung dann von Thalamus, also Information, nozizeptive Information kann am Thalamus ankommen und von da weitergeleitet werden an unser somatosensorischen Kortex und dann weiter an die Insula.
oder kann auf Ebene des Thalamus auch blockiert werden, beispielsweise durch Erregung. Also der Thalamus ist ganz stark an der aufmerksamkeitsrelatierten Informationsweiterleitung beteiligt. Also wenn wir beispielsweise in körperlichen Erregungssituationen sind, in Stresssituationen, dann kann die Weiterleitung von eben diesen nozizeptiven Signalen an unser somatosensorisches System blockiert werden, weil das eben dann teilweise für diesen Fight-and-Flight-Reaktion, für das Erleben, für das Überleben relevant sein kann. Aber das ist quasi dann die Blockade zwischen Thalamus und Neokortex. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Was sagt uns diese ganze schöne große Tabelle? Hier fasst nochmal zusammen, welche Rezeptoren wir in unserem somatosensorischen und nozizeptiven System in unserem Körper haben, mit welchen Nervenfasern die zusammenhängt, welche Nervenfasern das Ganze dann auch weiterleiten und welche Empfindungen damit irgendwie assoziiert sind. Ich hoffe, Sie haben heute so ein bisschen mitgenommen, wie unser somatosensorisches System aufgebaut ist, wie das organisiert ist, was wir da alles für Rezeptoren drin haben, was Schmerz von Nozizeption unterscheidet und wie wir diese ganzen Informationen eigentlich an unser zentralen Nervensystem hinbekommen. Gibt es dazu dann noch irgendwelche Fragen, die ich dann ausnahmsweise auch vielleicht mal beantworten kann? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sehen wir uns nächste Woche, aber dann wirklich zu unserem visuellen System.